Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Zu Let's Play Rise of a Tomb Raider, nachdem wir letzte Woche Freitag Tomb Raider beendet haben. Geht's nun weiter mit dem nächsten Spiel, mit Rise of a Tomb Raider. Aber jetzt noch nebenher mit dran gehangen. Andreas, solltest du das hören? Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag nachträglich bei diesem Video. Ich hoffe, die Nachricht ist angekommen. Zeig das ruhig mit einem Daumen nach oben und einfach mal einen Kommentar drunter schreiben, wie Dankeschön oder keine Ahnung. Ungefähr ein. Wollen wir loslegen? Wollen wir Start drücken? Dieser Titel unterstützt automatisch Speichern. Das wissen, das kann man schon denken. Neues Spiel. Überschreiben natürlich. Natürlich Tomb Raider. Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen. Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen. Sie hören auf. Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hier bleiben, bei ihm. Keine Chance. Und hier wären wir mitten im Spiel. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Okay, lass uns vorsichtig sein. Dieser Wind ist unsicher. Wir müssen einfach weiter. Wow. Das sieht aus. Schön windig, muss ich sagen. Sieht man ja. Aber was das ist, so geile Grafik aussieht, also ehrlich. Hey, selbst wenn wir hier nichts finden, der Dad wäre stolz auf dich. Aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ja, der wird stolz auf dich sein. Oh, alles okay? Hab den Halt verloren. Geht schon. Erklemmbare Agenda. Das Trallhausen Rad ist genau das. Ja, wie gesagt, nachdem man Laura, das Spiel definitiv ein paar Jahre oder keine paar Monate später nach Tomb Raider, also nach dem Tomb Raider, was wir kennen, was wir letzte Woche Freitag geschafft haben. Und für mich ist es blind. Also ich weiß gar nicht, wie was geht. Du hast 50 EP, hochstützen.
Ja, danke. Danke, dass du das reinredest. Naja, wie gesagt. Ich find's schon geil gemacht, das Spiel. Die DLCs werde ich natürlich auch spielen, aber erst später. Ja. Wow! Krass! Der Sturm kommt näher! Wir haben höchstens ein paar Stunden! Das sollte uns reichen! Wir sind fast am Gipfel! Hier verschneien, toll! Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Scheint recht stabil zu sein. Aber bleib da an der Wand. Okay. Von hier müssen wir klettern. Pass auf das Eis auf, das runterfällt. Okay. Bereit? Legen wir los. Ab nach oben klettern, Lara. Da hast du schon Spielrische. Wow, hier ist jede Menge lockeres Eis. Gehen wir es langsam und ruhig an. Bleib an mir dran. Gehen wir es langsam und ruhig an, es stürmt zuvor. Ach, oh, Scheiße. Das war knapp. Ab nach drüben klettern. Komm, komm, komm und nach oben. Ich bin dein Angriff. Schaffst du es rüber? Ich schaffe das. Boah. Wow! Jonah! Wir haben es geschafft! Ich sehe die Ruinen! Oh Gott! Scheiße! Hab dich! Ich hab dich! Lara! Kannst du mich hören? Ja! Ich zieh dich wieder rauf! Fahrt! Da drüben! Schnell! Schwimm mich zur anderen Seite! Okay, los geht's! Verdammt! Ich kann mich nicht mehr halten! Na los! Kannst du nicht! Und komm! Verdammt, ich krieg's hin. Komm, Lara, du kriegst hin. Und... Okay, gut, wieder so eine Sprungpassage. Oh, ne, hab... Kennt man ja typisch. Was? Ja,
Also soll ich jetzt irgendwie sterben, das schaut mir etwas, dann ja. Okay. Hoffentlich kommt mir das bekannt vor wegen Himiko. Wow. Verdammt. Wow. Springen! Springen! Zwei Wochen zuvor. Es ist die größte Grausamkeit des Lebens, dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Wir altern, wir verfallen, wir sterben. Aber was lassen wir zurück? Knochen? Staub. Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut das. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber... nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich. Beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das Grab ist in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn! Krieg dein Leben in den Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater.
Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Weise Entscheidung, Lara. Weise Entscheidung. Hast du Yamatai-Herz nicht vergessen? Okay, Wüste. Hey, wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld. Hier stimmt was nicht. Das ist nur die örtliche Grenze. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die haben besser bezahlt. Sie brauchen... Scheiße, die sollten noch nicht auf uns schießen. Bringen Sie uns hier raus. Shit, shit. Na gut. Ich bin der Meinung, die beenden den Part erstmal. Na gut, wie gesagt, ich hoffe, der Anfang hat euch gefallen von Rise of a Tomb Raider. Ihr könnt es gerne mit einem Daumen nach oben gerne zeigen. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Rise of a Tomb Raider.